Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Ich habe so den Eindruck gehabt, wie ich diese Debatte bis jetzt verfolgt habe, liebe Kollegin Paus, dass sich Ihr Blick etwas verengt. Die Gesamtmaßnahmen sind wunderbar dargestellt worden, die Bausteine von den beiden parlamentarischen Staatssekretären und auch von Ihnen, liebe Kollegin Kiesel-Tepe. Aber Sie blicken nur wie das Kaninchen auf die Schlange, auf einen einzigen Baustein. Sie sehen auf dieses Gesetz, aber Sie sollten doch die Gesamtmaßnahmen sehen. Sie sollten Ihr Herz ein bisschen gerade zu Ostern erweitern. Und lieber Kollege Kühn, ich würde Ihnen empfehlen, mal ein bisschen zuzuhören. Sie scheinen nicht multitaskingfähig zu sein, weil Sie reden und hören nicht zu. Und das ist bei solchen Debatten nicht angenehm, kann ich nur sagen. Ich meine, Sie dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen. Der Kollege Gutting hat ganz klar dargestellt, dass wir in den letzten Jahren einen enormen Anstieg der Baukosten hatten, und zwar aus ganz bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen her. Wenn Sie heute in der Innenstadt bauen wollen, dann ist das wirklich sehr teuer geworden. Und natürlich ist es eine Frage der Baukosten, wie ist die Rendite für den Einzelnen? Und infolgedessen wird weniger gebaut. Gott sei Dank hat sich das inzwischen geändert, aber das ist zurückzuführen auf die wohl günstige Zinssituation im Moment. Und insofern wird mit diesem Gesetz, das wir heute verabschieden, noch einmal ein Schub kommen, dass wir tatsächlich Wohnraum schaffen. Herr Kollege Lerchenwild, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Paus? Mit großem Vergnügen. Bitte schön. Geschätzter Kollege von Lerchenfeld, ich hatte die freuliche Gelegenheit, an dem Kongress der Bundesregierung teilzunehmen zum bezahlbaren Wohnraum, war da auf einem Podium zusammen mit anderen Kollegen und vor allen Dingen auch mit die namhaften Verbände der Bauwirtschaft waren dort mit vertreten. Es wurde da auch vorgestellt, Entwürfe von Schweden, die es geschafft haben, Baukosten tatsächlich zu senken um 25%. Und die Kollegen von der Bauwirtschaft neben mir haben allesamt dort gestanden und bestätigt, dass auch sie in der Lage sind, für unter 1.700 Euro zu bauen, heute zu bauen, dass sie auch die 2.000 Euro nicht brauchen. Würden Sie das bitte zur Kenntnis nehmen? Ich nehme gerne Ihre Diskussionsbeiträge immer zur Kenntnis. Aber dennoch muss ich Ihnen sagen, Sie müssen auch Besonderheiten berücksichtigen. Was ist denn, wenn in die Baukosten zum Beispiel die Kosten einer Tiefgarage eingerechnet werden, die Sie bauen müssen, weil eine entsprechende Stellplatzverordnung von der Stadt erlassen worden ist? Was ist mit dem Fahrradstellplatz? Was ist mit diesen ganzen zusätzlichen Dingen, die von gesetzlicher Seite, von städtischer Seite, von staatlicher Seite oder vom Bund her gefordert worden sind, die dazu führen, dass Baukosten sich erhöhen? Und sehen Sie sich das mal in der Innenstadt an. Wenn Sie eine Lücke, eine Baulücke schließen wollen, da müssen Sie zum Teil die Fundamente der Nachbargrundstücke absichern. Das führt zu deutlich höheren Baukosten, gerade in dem Bereich, in den Ballungsgebieten, wo wir eigentlich bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Und insofern ist es sicherlich sehr gut, dass wir hier mit diesem Gesetz etwas vorlegen, was die Baukosten für den Investor zumindest steuerlich etwas erleichtert. Ich bin überzeugt davon, dass der steuerliche Vorteil auch den Mietwohnungsbau von privaten Investoren verstärken wird. Es ist ja schon gesagt worden, wie viele Wohnungen fehlen. Seit 2009 sind es 800.000 Wohnungen in Deutschland, die uns tatsächlich fehlen. Und jedes Jahr werden zwischen 100.000 und 150.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Und dadurch erhöht sich natürlich das Mietpreisniveau die ganze Zeit an. Wir brauchen sozial verträgliche Mieten, aber wir brauchen natürlich auch die Investoren, die bereit sind, in diese Wohnungen zu investieren. Die Frage der Baukostenhöhe ist natürlich schon eine Diskussion wert. Und ich bedauere sehr, dass die Länder hier bei den Abreden nicht unbedingt immer das berücksichtigt haben, dass es sehr unterschiedliche Situationen gibt. Kollege Gutting hat darauf hingewiesen und ich habe auch einige Beispiele dazu schon gesagt.
Außerdem muss man sich natürlich überlegen, wenn ich eine besonders große Wohnung baue, reduzieren sich im Verhältnis die Baukosten. Also wenn ich 200 Quadratmeter Wohnungen baue, dann ist das sicherlich pro Quadratmeter billiger, wie wenn ich eine mit 40 oder 50 Quadratmeter baue. Und so wäre es zu überlegen, ob man an der alleinigen Festhalten der Baukosten insgesamt nicht auch dazu übergeht, eventuell bestimmte Leistungsgruppen dabei hervorzuheben. Grundstückspreise spielen auch eine große Rolle, aber natürlich können wir keine Abschreibung auf Grundstücke zulassen. Dennoch ist das auch eine Frage, die letztlich die Rendite von Mietwohnungsbau entsprechend auch berücksichtigen muss. In den Ballungsräumen ist naturgemäß der Herstellungsaufwand oft höher, weil eben die Umstände dort in den Ballungsräumen ganz anders sind wie im flachen Land. Und so führt die Nutzung von Baulücken, wie ich bereits gesagt habe, dazu, dass sich die Baukosten erhöhen, genauso wie entsprechende Forderungen staatlicher Seiten. Was sicherlich diskutabel wäre, ist die Nutzung des Eigenheimes. Denn auch wenn ich ein Eigenheim baue, entlaste ich letztlich den Wohnungsmarkt. Und auch das kann dazu führen, dass wir entsprechende Wohnungen frei bekommen, um auf die Art und Weise auch wieder entsprechende Mietpreise anzupassen. Und ich denke, wir sollten uns darüber Gedanken machen, dass wir im Bereich des Eigenheims entsprechende Unterstützung auch zukommen lassen, damit hier in Zukunft auch Vermögen bei Eigenheimbesitzern geschaffen werden kann. Es gibt sicherlich viele Ansätze, die steuerliche Förderung für Wohnraum insgesamt noch zu verbessern. Und es wird sicherlich darauf ankommen, wie wir mit den Ländern dann auch umgehen im Bundesrat. Ich hoffe, dass dort zugestimmt wird zu dem vernünftigen Gesetz, das wir heute vorlegen. Und ich hoffe, dass wir dieses Gesetz entsprechend auch verabschieden in einer vernünftigen Form. Ich denke, wünsche uns dazu gute Beratungen. Und ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Osterfest und mir selber, dass dann im Anschluss am 5. April Bayern München in der Champions League gewinnt. Thank you.